Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu etwas Großem, zu etwas Wahnsinnigem, zu etwas Neuem, und zwar dem riesigen Pizmeet und Dalu Kart Mario Kart 8 Grand Grand Prix. Mit Grand Pizmeet Grand Grand Dalu Kart. Der ist halt sehr groß. Ja, das ist der Grand Grand Prix. Das ist nicht nur ein Grand Prix, wir machen einen Grand Grand Prix. So, das heißt, wir fahren jetzt vom Pilzcup die erste Strecke, wa? Wir fahren jetzt vom Pilzcup die erste Strecke. Wir werden von allen Cups jede Strecke fahren. Und zwar nacheinander. 1, 2, 3, 4, 4. Immer ein Cup pro Folge. Und Bram schreibt mit. Und ihr hoffentlich auch, damit wir im Endeffekt ja, Bram mitschreiben, gegenchecken können. Und am Ende wird herausgefunden, wer der geilste Mario Kart-Fahrer ist. Im Grand Grand Prix zumindest. Falls ich nicht auf erster Platz sein sollte, dann keine Rückschlüsse ziehen auf dann wird es noch Skill eine Runde Leute. Die Tage geben. Wenn die kommen, ich glaube an dich. Ey, und wer ist da? Der Stier und Setzer. Du hast meine Kindheit ausgemacht. Das ist echt eine Schneiderei. Punkte werden aber Punkte werden nach Cup-Gewinn verteilt, nicht nach Streckengewinn, richtig? Oh, kein Item! Ja, nach Cup-Gewinn, richtig. Das heißt, die Einzelsiege zählen gar nicht so viel. Das heißt, das Dalu, du kannst ruhig Letzter werden. Wer den Pilz-Cup gewinnt, bekommt 7 Punkte. Genau. Noch mal einen Abgang hier. Oh nein, Jay! Oh nice, Jay! Hast du einen gefickt? Das war außer Luft geholt. Die letzten paar Male, die wir das gestartet sind, war echt besser. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Die Aufnahmen noch. Oh! Der Brammen. Oh, da kommen die Roden. Oh, da kommen die Grünen. Oh, da kommt gar nichts mehr. Oh, die Grünen haben mich getroffen. Warum, ey? Oh nein, die Grünen habe ich getroffen. Keine Ahnung. Oh, die war knapp. Oh, das, ey, ich kack doch hier schon jetzt direkt der Das geht ab. Hier richtig ab, einfach nur. Komm schon. Hier wird schon gekämpft. Nein, meine Tröte wurde geklaut und jetzt kriege ich die rote ab und jetzt bin ich Fünfter. Willst du mich? Sechster, letzter, fick dich, Spiel! Sechster oder letzter? Ich hab schon keinen Bock mehr! Was? Wieso? Leider zweimal mit Feuer ab! Das ist ein Witz! Das Mann. Ist ein Witz! Jetzt bin ich Fünfter! Okay, ich hab sie auch noch getroffen. What? Ja! Oh, okay. Wendy, okay, du bist die geilste! Das ist ein Witz! In der letzten Kurve, Bram! Ja, das schnapp ich mir den ersten, in der vorletzten Kurve, in der letzten Kurve fahr ich meine eigene Banane, ey, von der Vorrunde. Das war schon mal ein ziemlich krasses Erster. Wer hatte denn diese dumme Feuerblume? Wie kann denn das sein, ich hatte die. Zweimal mit einer Blume wurde ich abgeschossen. Jay wurde richtig bitter nach hinten geballert. So, Wasserpark, ja? Meine Wasserpark. So unglaublich safe vorne, ey. Der tröte sich dafür so, ja, kann nichts passieren. Ja, und dann hab ich den mit dem Geist die einfach geklaut. Das kann ja, nicht wahr. Ihr werdet im kompletten Grand Prix meine Perspektive sehen. Wir switchen zwischendurch durch. In dem Grand Prix. Er ist schon wieder meine Runde, ey. Ich nehm nur noch die Regenbogenstrecke ab jetzt. Nein, 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 das ist gegen die Regeln. Das ist ein Witz. Animal Crossing spielen wir viermal. Das heißt, Jay ist nur auf einer Strecke gut. Oh, das ist aber eigentlich ein bisschen peinlich. Oh nein. Was hast du Regenbogen ausgewählt? Nein, ich hab zu fest gerade auf den Tisch gehauen, ist meine Arbeit Media abgeschmissen. Nein! Hab ich keinen das Ton. Ist ja nicht so schlimm. Doch, ich hab keinen Ton! Und ich wollte keinen Spaß! Ja, jetzt hast du verloren, Jay. Was ist das jetzt vorbei. Was hast du da für eine Konstruktion zu Hause? Ich finde das aber gut, dass Jay dafür bestraft wird, dass er so ein verzogener Bengel ist und zwischendurch auf den Tisch hauen. Oder ist verzogener Bengel, ey. Ja. Snobby D, da vorne ist er. Da wurde mir meine Verteidigung geklaut, das ist ein Problem. Naja, alles easy. Christian! Er hat gecoint, er hat keine Defense! Weg, Alter. Snobby D hat keine Def! Ist das jetzt gecoint? Ist das jetzt schon ein gecointer Begriff oder was? Ja. Der hat schon wieder nur eine Coin. Ah, er hat eine Doppelseite eingesammelt. Yes! Hallo! Hey, wer klaut mir denn hier meine? Nein! Was ist da denn los? Ich glaube, ich bin hinten bei Jay. Ich muss ganz weit hinten sein. Die Schnauze. Nein! Dalu! Ich hab mich jetzt mit einer Grünen abgeschossen, ey. Das ist so unglücklich. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, ja, meine sind so weg. Wer klaut mir denn meine drei Pilze? Und da kommt ein Stern. Alles scheiße. Boah, das ist der Kopf her. Ja. Jetzt hau ab. Ist Jay noch da? Das gibt's nicht. Yes! Oh, Alter! Yes!
Alter, was war denn da am Ende noch los? Oh, das sieht nicht gut aus. Drei Leute mit 8 Punkten. Alter. Das okay, hier hier werden alle Register gezogen. Am Dienstagmorgen um 10.23 Uhr. Hier geht's heute, um die Wurst. Alus Heimstrecke. Jetzt kann der Zuckersüße Canyon. Jetzt kommt der Zuckersüße Canyon und dann wird Sechster. Oh, schade. Dalu kann hier richtig geil die Abkürzung in der letzten Woche. Zuckersüß. Ja, ja Dalu kriegt die auch noch. Das ein Zeichen ist? Jetzt muss Peter. Also, Peter darf jetzt nicht Erster werden. Der ist, ja. Sonst ist das Ding gelaufen hier, der erste Cup. Ja, hallo, jeder Platz gibt Punkte. Ja, aber sieben. Na, das schon stimmt, gut. Du kannst auch Letzter werden, Dalu, ist okay. Nee. Ja, genau. Doch, mach das doch mal. Das muss man alles geben. Ab dem 10. Platz kriegst du keine Punkte mehr. Ist während des Grand Grand Prix sein Fahrzeug zu wechseln erlaubt, ja? Das haben wir. Ist Tuning am Auto erlaubt? Naja, wenn er dann am Ende den Motor wechselt, dann wirst du dann den Netz zurück. Wir haben doch Park-Vermehr-Regeln. Weil jetzt kann man sich ja auf die Strecken anpassen. Man weiß ja, welche man kann. Das stimmt. Eigentlich anscheinend so. Kannst du dich da an die Strecken anpassen. Kann der nicht. Oh, Bram, das war ein Fehler. Was? Aha. Wie wurdest du nicht getroffen? Ich hab noch schnell was nach. Ich hab meinen Pilz benutzt und dann den zweiten Gegenstand da hinten genommen. Dalu, hast du gerade. Ne, Peter war. Nee, ich hab nichts getan. Peter hat Jay gerade noch vor dem Sprung weggeballert. Das war ganz schön böse. Kein Item, das ist nicht gut. Wirft mich jetzt nach hinten. Wie viel Rode hat der? 3. Ach komm, 2 nur leider. Okay, das ist okay. Alle sind immer noch beieinander. Wow, wo kommt der auf einmal her? Peter, wie, du hast jetzt was? Hau ab. Oh, das war natürlich jetzt schade, Jay. Peter, wo bist du denn? Danke für den Pilz, du Pisser. Oh, die Rote ist an mir vorbeigefahren. Ja, das mir auch. Ist nicht die Banane gefahren? Das ist doch ein Doch, die Banane ist sogar verschwunden. Hab ich mir auch gedacht. Die war sogar nicht für mich. Ja. Jawoll, der zuckersüße Kerl! Da ist er, der zweite Platz! Ich hasse Mann, das! In dieser letzten Kurve! Oh! Das Idee. Wenn man Dritter ist und kein Item kriegt, dann ist das ganz schön scheiße. Wenn man das letzte Item verfehlt, dann verliert man auch eigentlich alles. Weil alle anderen kriegen Pilz und nehmen die Abkürzung. Oh Mann! Steinblock-Ruine. Es ist komplett sicher Jay über meine Strecke, obwohl er gerade hart gecheatet hat, ja? Dalu, bist du nicht gerade Erster geworden, gefahren, oder? Ja, genau. Er hat Bram ja fast predicted. Ja. 15-15, der Zweite hat 10, 11, okay. Okay, Phil, das entscheidet sich eigentlich, wenn nicht alles schief läuft, zwischen 7 und 5 Points. Aber zählen nicht die Gesamtpunkte? Nein. Ja, jetzt von der Runde und dann gibt's für den Cup Punkte. Damit du nicht so weit auseinander kommst. Ich hab die Abkürzung vergessen. Das ist halt auch einfach fairer, damit Peter eine Chance hat, auch den Cup zu gewinnen, den Grand Grand Prix. Peter ist ein ganz heißer Kandidat auf den Sieg. Okay. Was ist da denn passiert mit der Roten? Wenn du meinst. Leute, das war jetzt nicht so geil. Hallo! Was denn? Boah, was war das denn, Alter? Alter, wer ist denn da neben mir gespawnt gerade? Ja, okay. Snobby Day! Was ist passiert? Oh, du, dein fucking Bild ist gerade. Fuck! Dein Bild ist gerade bei mir auf der Map gebuggt. Nein! Oh. Scheiße. Oh, hast du eine Banane gefahren? Und die Banane hat auch meine Banane gekillt. Ja, genau. Ach, komm. Das gibt Jawohl. Es nicht. Jawohl! Jawohl! Ich das war jetzt richtig sackig. Was ein Snipeshot von mir, Alter. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab kein Item bekommen. Und das war's. Das ist nicht wahr. Und ich krieg jetzt noch eine Coin. Ist das euer Ernst?
Wer hat die Bombe? Das die Lobby Bombe die? War ja krass. Ja, aber. Nein! Oh, Alter. Scheiße. Schade. Schade. Oh, Mann. Oh, Mann. Auf Schenktür. Linie, ey. Alter, Spanner hätte das nicht. Also, das sind 7 für Peter, ja? 5 für Dalu, 4 für mich. Ja, 3 für 1. 3 für Jay. Ah, ne, Quatsch. 3 für Jay und Chris. 3 für da Jay und böse. Chris. Ja, es ist nicht so gut gelaufen, wenn man überlegt, dass ich im ersten Rennen 7 Punkte geholt habe und am Ende 11 hatte. Naja. Mein Hals tut jetzt weh. Ach, was? Peter. Okay. Das war eine von wie vielen Folgen sind das dann? 12? 2, 10. 2, 10. 2, 10. 12. 12 oder 10, wer weiß. Jay, spielen wir eigentlich mit oder ohne furiosen Items? Standard. Standard-Items, okay, alles klar. Gut. Das ist der Standard-Grand-Grand-Prix. Das war die erste Folge von insgesamt 10 beim großen Pizmin und Dalukart Grand-Grand-Prix. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein, ciao.